Wer wirken will, braucht Macht. Gib, dass ich meinen Feind mit Sanftmut überwind, bittet Hermann. Er hat nicht gesagt, gib, dass ich immer nachgebe. Denn das würde entweder heißen, ich habe ja ohnehin nie recht, oder es ist mir am Ende egal, was rauskommt. In den Fällen, wo das egal ist, da sollte man gar nicht erst streiten. Hermann will seinen Feind tatsächlich überwinden, aber wenn möglich in Sanftmut. Er hat ja auch um Kraft und Nachdruck für seine Worte im Amt gebeten. Er will sich, genauer gesagt, oder seine Aufgaben, durchsetzen, aber in Sanftmut. Er will nicht um jeden Preis siegen, aber auch nicht um jeden Preis nachgeben. Lass mich mit jedermann in Fried und Freundschaft leben, soweit das christlich ist. Soweit das christlich ist. Er markiert hier, ohne ausführlicher zu werden, eine Grenze der Toleranz. Da werden wir zu Recht hellhörig, denn Hermann erklärt uns hier ja ganz klar, es gibt eine legitime Toleranzgrenze oder eine legitime christliche Intoleranz. Da sind wir gebrannte Kinder und müssen genauer hinschauen. Er unterscheidet zwei Bereiche, Frieden und Freundschaft. Um im Frieden zu leben, genügt es, jedes Menschen Rechte zu respektieren. Im Einzelfall ist das schwierig, aber prinzipiell ist diese Grenze der Toleranz gut sichtbar markiert. Wer die Grenzen des Rechts nicht respektiert, bekommt es zu Recht und hoffentlich mit der Polizei und dem Gericht zu tun. Diese Intoleranz gegenüber den Rechtsbrechern ist christlich, weil es, um Luther zu zitieren, nach christlicher Überzeugung des weltlichen Regiments Werk und Ehre ist, dass es aus wilden Tieren Menschen macht und Menschen erhält, dass sie nicht wilde Tiere werden. Und dafür soll sich das weltliche Recht an das Recht halten. Aber wie steht es mit den Grenzen der Freundschaft, soweit es christlich ist? Kann ein Christ mit einem Juden, Moslem, Atheisten befreundet sein? Selbstverständlich, wenn sie wissen und respektieren, dass sie in grundsätzlichen Fragen verschiedener Meinung sind. Wo hört denn dann die Freundschaft auf? Na, einmal würde ich sagen, für uns selbst, unter uns, wo unter Christen nicht klar ist, worin wir uns unterscheiden, wo die Gefahr droht, dass unter uns Christen der christliche Glaube gar nicht ernst genommen und darüber nicht einmal gestritten wird. Es gibt aber natürlich noch eine andere Grenze der Freundschaft, wo jemand tut und denkt, was wir ganz und gar nicht gutheißen können und wo wir uns darüber nicht verständigen können, da, so pflegen wir zu Recht zu sagen, hört auch die Freundschaft auf. Man muss sich deshalb nicht bekämpfen, aber man wird sich aus dem Wege gehen. Die Welt ist übrigens groß genug dafür. Auch das kann christlich sein. Zum christlichen Glauben gehört noch eine andere Form der Intoleranz, eine andere auch als die, die als christliche Intoleranz in die Geschichte eingegangen ist. Luther sagt einmal, der Glaube ist intolerant, aber die Liebe ist tolerant. Mit der Intoleranz des Glaubens meint er das erste Gebot, nicht andere Götter haben neben mir. Diese Intoleranz des Glaubens bezieht sich allerdings nicht auf andere Menschen, sondern auf andere Mächte. Man kann es als Ideologieverbot verstehen, lauf nicht falschen Göttern her, als Suchtverbot oder auch als die Warnung vor Aberglauben. Lass nichts Weltliches über dich herrschen, verspiele nicht die christliche Freiheit. Es hat nichts mit Intoleranz oder Gewalt zu tun, wenn jemand einen solchen exklusiven Halt im Leben und im Sterben hat. Aber, fügt Luther hinzu, die Liebe ist tolerant, denn, so steht es 1. Korinther 13, sie erträgt alles. Die christliche Freiheit ist eine Freiheit aus Bindung, wie ein Diplomat im Gastland unantastbar ist, weil er einer anderen Macht untersteht. Die Bindung nach oben schafft Freiheit zur Seite. Hermann hat noch mehr zu bitten, woran Christen zumeist nur mit schlechtem Gewissen denken. Ich könnte ja auch zu Reichtum und Vermögen kommen. Das ist eines der wenigen Gesangbuchlieder, die damit rechnen, dass ein Christ auch mal reich sein könnte. Er sträubt sich nicht dagegen. Er will auch das aus Gottes Hand nehmen, aber es soll kein Unrecht gut untermengt sein.
Es ist ein Beweis von Großherzigkeit, anderen ihren Reichtum neidlos zu gönnen. Und ich glaube, in allen Kulturen gilt der Neidische als verächtlich. Übrigens, reich sein will offenbar auch gelernt sein. Denn wir hören von nicht wenigen Lottomillionären, die mit den Millionen ihr Leben ruiniert haben und hinterher schlechter dastanden als vorher. Also lassen Sie uns über reich sein mit Vernunft und Gemeinwohlinteresse nicht zu schlecht reden. Und schließlich, er denkt sehr realistisch an das Älterwerden. Geduld für die Beschwerden des Alters erbittet er und, kann ich sehr gut nachempfinden, er hat noch diese Bitte, dass er sich im Alter nicht selbst zum Gespött macht. Ich glaube, je länger wir leben, je höher die Lebenserwartung steigt, umso deutlicher steht uns vor Augen, dass uns allen auch dieses bevorstehen könnte. Das ist ein Lied vom guten Leben, nicht als Programm oder Maxime, sondern als Gebet. Denn, um aus dem übernächsten Lied unseres Gesangbuchs zu zitieren, es steht in keines Menschen Macht, dass sein Rat wird ins Werk gebracht und seines Gangs sich freue, des höchsten Rat, der macht's allein, dass Menschenrat gedeihe.